Ja, herzlich willkommen zu Reinis Zeitgedanken. Diesmal habe ich Platz genommen in einem Vorlesungssaal und dieser gefällt mir besonders gut, nämlich da stehen aus der Antike, aus der Römerzeit doch die Figuren an der Seite und ja, da könnte ich mir vorstellen, auch gern Student gewesen zu sein, zu lauschen den Professoren, die da vorne dann ihr großes Wissen aufblätterten. Wir sehen, dass diese Baustruktur links uns sicherlich auch fasziniert, etwas Erhabenes hat und natürlich auch Freude bereitet und deutlich macht, dass das Wissen nicht nur eine kurze Zeitspanne umfasst, sondern dass unser gesamtes Wissen eine ganz, ganz große Zeitspanne umfasst. Und leider ist es ja so, das entdecken wir heute, dass wir mit vielem Wissen getäuscht worden sind oder dass man uns Wissen geradezu entzogen hat, dass vieles auf einmal ganz, ganz anders dargestellt wird und anders vor unseren Augen erscheint. Wozu soll dieser Stream deuten oder da sein? Dieser Stream ist eingeschoben und zwar nicht mit News oder mit politischen Nachrichten, sondern ich habe mir gedacht, ich mache mal etwas zu einem Buch, was die wenigsten kennen, denn es steht nicht in jeder Bibel drin. Es zählt zu den Apokryphen, also zu jenen Büchern, die nicht im offiziellen Kanon, also in der offiziellen Sammlung der Bibel mit enthalten ist. Das heißt, besser muss man eigentlich sagen, dieses Buch steht nicht in der hebräischen Bibel, also wie wir Christen sagen, im Alten Testament. Wann ist dieses Buch geschrieben worden? Man nimmt an, so ein Jahrhundert bis ein Jahrhundert vor, also ein Jahrhundert vor Christus bis ein Jahrhundert nach Christus in dieser Zeitspanne. Also man grenzt es auf zwei Jahrhunderte ungefähr ein. Aber wir kennen es, es wird ganz, ganz viel zitiert. Warum es nicht in der hebräischen Bibel drin steht? Weil es nämlich wahrscheinlich in Griechisch ursprünglich geschrieben worden ist und das heißt, es ist also nicht zu diesem alten Stamm des Alten Testamentes zu rechnen. Es ist ein wundervoller Titel, den wir sicherlich kennen, nämlich das sogenannte Buch der Weisheit. Und man nimmt an, dass dieser Verfasser dieses Buches den alttestamentlichen, den göttlichen Glauben in Konfrontation gebracht hat mit den neuen Strömungen, mit der Philosophie und eigentlich deutlich machen wollte, dass dieser alttestamentliche, göttliche Glaube doch gar nicht so etwas von gestern ist, sondern dass er sich sehr wohl in das neue Denken und in die neuen Denkstrukturen einfügt. Und das hat zur Folge, dass dieses Buch natürlich auch Menschen angesprochen hat, die dem Glauben bis dahin ferngestanden haben und deshalb hat mich dieses Buch fasziniert. Ich habe es in den letzten Tagen hier und dort sporadisch gelesen und ich fand die Aktualität dermaßen groß, dass ich gedacht habe, warum sollte ich nicht mal an solch einem Wintertag wie heute ein wenig in diesem Buch lesen und meine Gedanken einfach dazu äußern. Vielleicht hilft es uns, auch Bibel von einer ganz anderen Seite zu entdecken. In den heutigen neuesten Bibeln, wo die Apokryphen immer mit vorhanden sind, ist es ja vorhanden, da kann man es auch nachschlagen. Ich nehme es mal zur Hand und möchte mal den Anfang lesen. Da heißt es die Weisheit Salomos oder das Buch heißt auch nur die Weisheit, weil man nämlich weiß, dass dieses Buch wohl nicht von Salomo oder von irgendjemand Nahestehenden verfasst worden ist. Und überschrieben, und deshalb finde ich es so wichtig, das erste Kapitel, Ruf zur Gerechtigkeit und Weisheit. Habt Gerechtigkeit lieb, ihr Herrscher der Erde. Denkt über den Herrn nach in lauterem Sinn und sucht ihn mit aufrichtigem Herzen. Denn er lässt sich finden von denen, die ihn nicht versuchen, und erscheint denen, die ihm nicht misstrauen. Denn verkehrtes Denken scheidet von Gott und wird seine Macht auf die Probe gestellt, so bestraft sie solche Narren. Es ist hochinteressant, dass der erste Vers hier die Mächtigen dieser Welt anredet
Und ich denke, das ist so dermaßen aktuell, dass mich diese Zeilen fasziniert haben. Denn er schreibt in diesem Buch den Herrschenden: Habt Gerechtigkeit lieb, und zwar die Herrscher, ihr Herrscher der Erde. Denkt über den Herrn nach. Und ich habe eins festgestellt, dass in dieser Welt Gott keine große Rolle mehr spielt und Gerechtigkeit ja schon lang nicht mehr. Solange ich auch gepredigt habe im Pfarramt, musste ich immer wieder darauf hinweisen, dass die Schere auseinandergeht, dass die Ungerechtigkeit obsiegt hat und dass sich die Menschen sehr, sehr wenig darum gekümmert haben, ob es eine Gerechtigkeit gibt oder nicht. Aber hier ist es interessant, dass das Buch der Weisheit genau die Herrscher anspricht. Hier werden nicht die normalen Arbeitnehmer, also das Volk, angesprochen, sondern hier werden die Herrscher angesprochen. Und das finde ich so toll, dass gerade die Gerechtigkeit auf dieser Welt in die Hände der Herrscher gehört und dass sie dort auch im Prinzip verwaltet werden muss und dass man die Schuld für Ungerechtigkeit nicht dem Volk zuschieben kann, sondern den Herrschenden. Und wenn man gesehen hat, wie Ungerechtigkeit zugenommen hat, dann muss man sich oder hätte man sich immer fragen müssen, haben wir denn die richtige Regierung, haben wir die richtigen Politiker an der Macht, dass sie dafür sorgen, dass es gerecht zugeht. Ich lese mal noch ein Stück weiter. Denn die Weisheit kommt nicht in eine arglistige Seele und wohnt nicht in einem Leibe, der der Sünde verfallen ist. Denn der Heilige Geist, der ein Geist der Zucht ist, flieht die Falschheit und weicht von den törichten Gedanken und wird vertrieben, wenn Ungerechtigkeit ihm naht. Das hätte also zur Folge, dass wenn man sich geradezu diesen Dingen nicht widmet, wenn man die Gerechtigkeit nicht sucht, dass dann auch der Geist Gottes entflieht und dass es dann eigentlich der Weg unweigerlich in den Abgrund führt, weil nämlich Gott dann aus dem Spiel ist. Die Weisheit ist ein Geist, der den Menschen liebt, und sie lässt den Lästerer nicht unbestraft für seine Reden. Denn Gott ist Zeuge seiner heimlichsten Gedanken und erkennt in Wahrheit sein Herz und hört seine Worte. Denn der Erdkreis ist erfüllt vom Geist des Herrn, und der Geist, der alles zusammenhält, kennt jedes Wort. Darum kann keiner verborgen bleiben, der Unrechtes redet, und das Recht, das ihn bestrafen soll, wird ihn nicht verfehlen. Denn die Pläne des Frevlers müssen vor Gericht, und seine Reden sollen vor den Herrn kommen, damit seine Übertretungen bestraft werden. Denn das Ohr des eifernden Gottes hört alles, und das Gerede der Murrenden bleibt nicht verborgen. Es ist schon interessant, dass man auf einmal aus diesen Worten erfährt, dass unsere Welt, egal wo wir uns aufhalten, wo wir sind, durchflutet ist mit dem Geist Gottes. Und das könnte man ja so umschreiben, es wird hier anders umschrieben, dass er jedes murrende Wort hört, dass er falsches Gerede hört, dass er auch hört, wenn einer mit Arglist unterwegs ist und anderen Schaden zufügt, eben Ungerechtigkeit wachsen lässt, wenn er an sich selbst denkt, und dass all diese Menschen, nämlich die dieses tun, und ganz besonders denkt man hier dabei an die Herrschenden, das ist nämlich an sie adressiert, dass sie nicht ungescholten davonkommen, wenn sie solche Ungerechtigkeit in dieser Welt zulassen, wenn sie sich in dem Moment von Gott abgewandt haben, den Rücken zugekehrt haben und dann andere Dinge erzählen. Und wir spüren ja oder haben in den letzten Jahrzehnten auch gehört, wie gerade so die verschiedensten Weltregierungen in den einzelnen Ländern sich immer verkauft haben, sich als gut dargestellt haben und gesagt haben, dass sie alles richtig machen. Es sind ja immer die anderen dran schuld. Und man hat aber in Wirklichkeit eines überhaupt nicht getan, nämlich für diese Gerechtigkeit gesorgt. Und egal, wie man sich da verhalten hat als Herrscher, ob man ja nach außen sich gut verkauft oder schlecht verkauft hat. Gott schaut nämlich in die Menschen hinein und er hört alles. Wir können unser Gerede nicht verbergen, wir können unsere Gedanken nicht verbergen, sondern die Welt ist durchflutet, so bringt er es ja so schön philosophisch zum Ausdruck,
mit Gott, so dass Gott an keinem Ort fehlt. Und das heißt, er hört und er sieht alles. Wir kommen aus der Nummer, wenn wir Verantwortung haben, letztlich nicht raus. Und dann kommt ein zweiter Abschnitt und der ist mindestens genauso spannend. Nicht Gott hat den Tod geschaffen, ist überschrieben im ersten Kapitel, so geht es weiter im Vers 11. So hütet euch nun vor unnützem Murren und bewahrt die Zunge vor böser Nachrede. Denn was ihr heimlich einander in die Ohren redet, wird nicht ohne Folgen bleiben. Und der Mund, der lügt, bringt sich den Tod. Also unser Gerede wird nicht ohne Folgen bleiben und sogar die Lüge bringt den Tod. Wenn es so wäre, dann müssten heute auf dieser Welt unzählige Menschen, weil sie lügen, weil sie nicht die Wahrheit sprechen, zu Tode kommen. Und ich erspare mir jetzt das einzelne Aufzählen, wen ich da besonders meine, aber da hätten, glaube ich, Vertreter der verschiedenen Medien ihre ganz großen Schwierigkeiten und es hätten wahrscheinlich Politiker ihre großen Schwierigkeiten, wenn sie an der Wahrhaftigkeit ihrer Worte gemessen würden, nämlich was sie uns teilweise verkauft haben oder verkauft haben vor Jahren schon. Ich bin ja in einem anderen Land aufgewachsen, da muss ich einfach sagen, manchmal ist gelogen worden, dass sich die Balken biegen. Ja, also an den Worten wird man nicht vorbeikommen. Strebt nicht nach dem Tod auf dem Irrweg eures Lebens und zieht nicht das Verderben herbei durch das Werk eurer Hände. Also nicht nur Mund und Ohr spielen eine Rolle, sondern auch unsere Hände. Wir können auch durch unser Werk das Verderben an uns ziehen. Denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat kein Gefallen am Untergang der Lebenden, sondern er hat alles geschaffen, dass es Bestand haben sollte und was in der Welt geschaffen wird, ist heilsam. Es ist kein tödliches Gift darin und das Reich des Todes herrscht nicht auf Erden. Was für ein Satz! Das Reich des Todes herrscht nicht auf Erden und es ist kein giftiger Stoff in dem Leben, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und dann fragen wir uns natürlich, ja, wo kommt denn die Vergänglichkeit her? Wo kommt denn das Sterben her, wenn der Tod gar nicht hier auf dieser Welt ursprünglich sein Zuhause hat? Wo kommt das alles her? Und wir haben ja schon in vielen Momenten sicherlich auch diskutiert und gesagt, ja, wer hat eigentlich den Tod ins Spiel gebracht? Und da lesen wir nochmal ein Stückchen weiter, denn da geht es auch noch lustig zu in diesem Text. Denn die Gerechtigkeit ist unsterblich, aber die Frevler haben den Tod herbeigerufen, mit Worten und mit Werken. Denn sie hielten ihn für ihren Freund und sehnten sich nach ihm. Sie schlossen mit ihm einen Bund, weil sie es wert sind, ihm anzugehören. Jetzt kommen die Frevler ins Spiel und das ist die Frage, wer sind die Frevler? Und die Frevler sind ja all jene, die sich also im Prinzip nicht nach Gottes Weisung, nach Gottes Geist, nach Gottes Wort richten. Und dann wären wir letztendlich beim Menschen, der diesen Tod herbeigeführt hat. Und jetzt erinnern wir uns wahrscheinlich auch so etwas leicht oder dunkel daran, dass im Alten Testament in der Schöpfungsgeschichte Gott bei der Erschaffung dieser Welt gesagt hat, siehe, es ist alles gut. Und es wurde eigentlich erst schlecht und es ging erst bergab, als nämlich dann die Geschichte auftauchte, die wir alle kennen. Inzwischen ist sie bekannt als Schöpfungsgeschichte oder als Adam und Eva Geschichte, nämlich als der Mensch plötzlich nicht mehr mit dem zufrieden war, wozu er bestimmt war. Und da hat er doch dann eigentlich das Leben verwirkt. Und das ist das Erstaunliche, dass diese Weisheit hier, also dieses Buch der Weisheit, darauf dann auch noch Bezug nimmt. In die Irre gingen ihre Gedanken und sie sagten zueinander, kurz und mühselig ist unser Leben. Und wenn ein Mensch dahin ist, so ist es aus mit ihm. Auch weiß man von keinem, der aus dem Totenreich befreit, denn nur zufällig sind wir geworden und nachher werden wir sein, als wären wir nie gewesen.
Also dem Menschen wird hier im Buch der Weisheit die Vergänglichkeit zugeordnet und es wird dem Menschen zugesprochen, dass er sie erfunden hat, dass er plötzlich vom Menschen als einem Wesen spricht, das, wie es hier heißt, rein zufällig geworden ist und nachher würden wir sein, als wären wir nie gewesen. Also wird uns hier deutlich vor Augen gehalten, dass der Mensch diese Vergänglichkeit hervorgebracht hat. Die Frevler, die Gott sogar gelästert haben und die sich von ihm abgewandt haben, haben dann diese, man könnte es ja fast als Ideologie bezeichnen, die uns tief ins Herz gepflanzt worden ist, nämlich unsere Vergänglichkeit in diese Welt gebracht. Es geht natürlich noch viel, viel weiter in diesem Text und wer schon mal vorlesen mag, kann dies tun. Ich will noch ein kleines Stückchen lesen. Es ist sicherlich sehr spannend, nämlich dieses Buch wird wenig gekannt. Denn der Atem in unserer Nase ist nur Rauch und unser Denken nur ein Funke, der aus den Pochen unseres Herzens entsteht. Wenn er verloschen ist, so geht der Leib dahin wie Asche und der Geist zerflattert wie Luft. Unser Name wird mit der Zeit vergessen und niemand wird sich unseres Tun erinnern. Unser Leben fährt dahin, als wäre nur eine Wolke dagewesen und zergeht wie Nebel, der von den Strahlen der Sonne verjagt und von ihrer Hitze verzehrt wird. Unsere Zeit geht vorbei wie ein Schatten und wenn wir weg sind, gibt es keine Wiederkehr, denn es ist besiegelt, dass niemand wiederkommt. Eine unglaubliche Schilderung der Vergänglichkeit und wir wissen, dass solch eine Schilderung natürlich auch den Mut nimmt, die Lebensfreude nimmt. Ja, was soll's eigentlich? Es ist alles so vergänglich. Wir fliegen dahin wie ein Schatten. Die Sonne schmilzt uns dahin und man wird sich an uns nicht mehr erinnern. Und wir sehen, wie viele Menschen gerade versuchen, das Gegenteil zu schaffen, indem sie Bücher schreiben und sich ein Manifest erstellen, das dann hoffentlich lange, lange nach ihrem Tode noch überlebt. Es ist ja nicht immer so, dass sie nur die Fakten transportieren wollen, sondern für ganz viele Autoren ist es wichtig, dass ihr Name auf dieser Welt fortdauert. Und wir sehen, dass wir Menschen das Bestreben haben, hier auf dieser Welt unglaublich lange unterwegs zu sein und einen großen Namen zu haben. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man sich verändert. Ewigen in Anführungsstrichen versucht und es geht trotzdem daneben. Und diese Vergänglichkeit, dieses Hervorheben, was hier geschildert wird, ist ja nicht Gottes Rede, sondern das ist die Rede von uns Menschen, von den Frevlern, die einfach sagen, es ist ja alles vergänglich, hat alles keinen Zweck. Selbst unsere Namen werden wir vergessen. In der Bibel steht an einer anderen Stelle, dass unser Name im Buch des Lebens zu finden sein wird. Also man wird uns eben nicht vergessen. Und hier macht sich deutlich, wie Menschen tatsächlich mit ihrer Auffassung, mit ihrer Ideologie und mit ihrer Abkehr von Gott dazu beigetragen haben, dass man das Leben so als kleine Zwischenstation ansieht, so als Durchweg und meint, das ist ja sowieso alles vorbei. Und wir werden dann natürlich auch hören, dass das dem Leben ja nicht gut tut und wohin das dann führt, wird ja hier dann auch noch ein bisschen weiter geschildert. Ich versuche mal noch ein Stückchen weiter zu lesen. Kommt nun und lasst uns genießen, was wir jetzt haben und die Schöpfung auskosten, solange wir jung sind. Wir wollen mit bestem Wein uns füllen und uns salben und keine Frühlingsblume soll uns entgehen. Lasst uns Kränze tragen von Rosenknospen, ehe sie welk werden. Keine Wiese bleibe von unserem Übermut verschont. Überall lasst uns Spuren unserer Freude hinterlassen. Denn das ist unser Teil und dies unser Los. Das sagen die Frevler und das ist nicht Gottes gesprochenes Wort, sondern das tun die Frevler, überall die Spuren zu lassen. Keine Wiese ist heilig, keine Frühlingsblume soll entkommen. Sie wollen alles mitnehmen, alles einsammeln, alles für sich auskosten. Und vielleicht spüren wir, dass der Neoliberalismus uns das ja auch vor die Ohren getragen hat. Lebe deftig, heftig, solange du lebst und genieße das Leben in den jungen Jahren, koste es aus, was es wolle. Und ich habe auch Freunde, die sagen,
Ja, man muss das Leben in vollen Zügen genießen. Und ich habe sogar jemanden, der gesagt hat, wenn ich könnte und nochmal jung wäre, ich würde keine Gelegenheit mehr auslassen, mit einem Partner Sexualität zu pflegen. Und da muss ich doch sagen, das ist doch genau der Punkt, der hier den Frevlern vorgeworfen wird, wo gesagt wird, auskosten, auskosten, auskosten und unsere Spuren hinterlassen. Und ich glaube, das hat der Neoliberalismus doch geschafft, dass wir heute dort stehen, dass der Mensch seine verwüsteten Spuren hinterlassen hat, überall. Wir stehen heute an einem Punkt, wo die Wasser nicht mehr sauber sind, wo die Erde nicht mehr dafür steht, dass Gesundes heranwächst, sondern dass die Erde bereits voller Gift gedrängt ist und dies weitergibt an Obst und Gemüse. Und wir stehen heute auch da, dass die Luft vollkommen verdorben ist und wir hören auch anscheinend damit nicht auf, dort voranzuschreiten. Also, was hier beschrieben wird im Buch der Weisheit, eine ganz tiefe Weisheit, dass nämlich genau die Menschen, die sich von Gott abwenden, die von ihm nichts wissen wollen, die gemeint haben, wir können es selbst richten, dass die so unterwegs sind. Und das wird nicht ungehört bleiben. Und vielleicht nehmen wir es noch als Fazit mit, dass natürlich eine ganz große Verantwortung bei denen liegt, die die Regierungsverantwortung haben. Und wir brauchen uns ja gar nicht zu wundern, wenn wir heute sehen, dass auch selbst die Verantwortlichen in der Regierung eindeutig sagen, wir wollen ja mit Gott gar nichts mehr zu tun haben. Nicht so wahr mir Gott helfe, sondern so wie ich bin, werde ich erschaffen. Wir sehen, wo wir abgerutscht sind, wo wir hingekommen sind. Und das Buch der Weisheit ist für mich ein so wundervolles Buch, was uns den Spiegel vor Augen hält, warum diese Welt heute so in den Scherben liegt und warum wir heute mit so viel kämpfen müssen und die Dinge vollkommen aus dem Ruder laufen. Ja, ich lasse mal den Text bis dahin stehen und in einem weiteren Stream werde ich dann sicherlich auch mal noch weiterlesen. Lassen wir das erstmal sacken. Das wäre eine sensationelle Nachricht, dass der Tod nicht von Gott in diese Welt gebracht worden ist, sondern dass wir Menschen dafür Verantwortung tragen, und zwar jene Menschen, die sich eben von Gott abgewandt haben und deshalb dem Bösen freien Lauf gegeben haben. Und der Kampf scheint ja heute so in voller Macht und in voller Größe sich auszulassen und zu toben. Ich hoffe, dass ich mit diesem Text nicht zu viel genervt habe, sondern dass man vielleicht mal sieht, die Weisheit ist schon längst niedergeschrieben. Wir hätten sie einfach noch mal eher lesen sollen, erkennen können. Und wie wir da rauskommen, wie wir da wieder zu einem Leben, einem gottgefälligen Leben kommen, ohne dass da Verderben auf uns zukommt, ist das überhaupt möglich oder ist es nicht möglich? Es wird spannend im Buch der Weisheit und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ich will es nicht zu lang machen, nämlich jeder hat nicht so viel Zeit, bei solchen Texten so lang zuzuhören. In diesem Sinne, behüte Sie Gott, bleiben Sie in der Mitte Ihrer Gefühle und mit Gott verbunden vor allem und lassen Sie sich das einfach mal so ein bisschen durch den Kopf gehen, was da im Buch der Weisheit zu finden ist. Ich finde es mehr als interessant, um auch unsere heutige Zeit ein wenig besser zu verstehen. In diesem Sinne sage ich erstmal auf Wiederluege und wünsche natürlich für morgen allen einen schönen Feiertag, Epiphanias. Ich muss mal schauen, ich werde bestimmt eine kleine Besinnung vielleicht machen. Ob es ein Gottesdienst wird, weiß ich nicht, aber dass man zu diesem Tag ein paar besondere Worte sagt. Ich werde wahrscheinlich nicht die Losung auslegen, sondern was zu Epiphanias sagen. Und zu diesem Feiertag, der für viele ja häufig nur noch ein Einkaufstag war, im Nachbarkanton, wo der Feiertag vielleicht nicht ist, oder im Nachbarbundesland. Aber ich denke, Epiphanias war sogar noch fast ganzheitlicher Feiertag. Aber die wenigsten wissen, mit ihm etwas anzufangen. In diesem Sinne, behüte Sie Gott und bleiben Sie gesund. Auf Wiederluege, und wenn Sie mögen, bis zu einem nächsten Mal.